beziehungsweise ich. So, wir haben dieses Polymer. Dieses Polymer kann zu Kunststoff gemacht werden. In der Fabrik. Das heißt, ich hätte die hier drin lassen können. Ich habe die Leute ohne Grund entlassen. Na, ganz toll. Naja, gut. Kostet halt eine Menge Geld. Wir schmeißen mit Geld um uns, weil wir es können. Dann können wir das nämlich hier zufügen. Warum geht das nicht? Ich hätte vorher gucken sollen. Ich hätte vorher gucken sollen. Ich trottel. Aber ich verstehe das doch richtig. Wir sind hier in der Raffinerie. Eine Sekunde. Wir gehen hier hin. Die Raffinerie. Wir brauchen die Chemiefabrik. Erfordert Forschung. Chemiefabrik. Das fehlte. Ja. Zellron. Fahrzeug, Software, Unterhaltungs. Was ist eine Geek-Fabrik? Ich habe keine Ahnung. Das müsste ich ja glatt mal googeln. Steampunk, willst du mich veräppeln? Okay, wir gehen hier mal durch. Videospiele, das haben wir ja. Das ist ja klar. Die Frage ist, wo ist die Chemiefabrik versteckt? Ich. Ist die Geek, bedeutet Geek Chemie? Schaltet die Geek-Fabrik frei. Was um alles in der Welt ist Geek? Dann kann Spielzeug hergestellt werden. Spielzeug, da sollen bestimmt Gadgets sein. Juwelen brauchen wir jetzt gerade nicht. Nahrungsmittel brauchen wir gerade nicht. Mode wollen wir nicht. Unterhaltungselektronik. HD, Virtual Reality, boah, das ist auch cool, besser als gedacht. Heimkino. Das ist für Software, das ist Bio. Ich glaube, es gibt es keine Chemiefabrik. Kann das sein, dass ich die gar nicht aktuell bauen kann? Die müsste hier im Produktions sein, oder? Ist das ein Ressourcengebäude? Waren, Mine, Erdöl, Raffinerie, Tierfarm, Chemiefabrik, Entschuldigung, Entschuldigung. Dauert 22 Tage. Aber das geht ja eigentlich recht schnell. Holla die Waldfee. Und dann können wir das nächste produzieren. Das ist ja super. Aber wenn wir die jetzt hier haben, ich entlasse die nicht nochmal. Ja, die Raffinerie brauchen wir jetzt nicht verbessern. Dann würde ich sagen... Wo war das? Hier war das. Dann gehen alle da rein. Es spielt keine Rolle jetzt. Ist egal. Das wird uns jetzt nicht umbringen. Hoffe ich. Hoffe ich. Wir sind immer noch in Oberstdorf. Ja, wir sind immer noch in Oberstdorf. Und, oh, das ist ein bisschen zu teuer. Müssen wir ein bisschen günstiger machen. Denn hier haben wir doch eine ganze Menge im Regal stehen. Machen wir mal so. Das Gebäude brauchen wir jetzt auch nicht verbessern. Ich würde gerne dieses Gebäude hier ein bisschen verbessern, aber das geht leider nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Ja, das Handy ist wie gesagt aus einem bestimmten Grund an. Ich kann mal den Ton trotzdem leise machen. So. Alles aus. Auf stumm. Da werdet ihr zumindest nicht genervt. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Krass hier hinten. Voll die Solarfelder und so. Schade, dass man das nicht kaufen kann. So ein Stromimperium noch aufmachen kann nebenbei. Aber es wäre wahrscheinlich einfach übertrieben. Das Spiel ist ja so schon sehr laut und sehr umfangreich. Cool wäre es, wenn es hier so spezielle Verschmutzung geben würde. Bis jetzt gibt es hier Wolken. Aber die Wolken gibt es überall. Oder bedeuten die Wolken Umweltverschmutzung? Sind die einfach fest hier? Oder ist das... Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Auf dem Weltmarkt verkaufen lohnt sich nicht. Wir müssen warten, bis wir eine Chemiefabrik haben. Dann können wir daraus diesen Kunststoff herstellen. Und wie gesagt, wir müssen das Step by Step leider machen.
Ich hoffe, dass die Chemiefabrik nicht ganz so teuer ist. 10 Tage noch. Das ist die Brain Station. Genau, so war's. Und hier fährt ein schöner Zug auch lang. Das ist der Zug nach nirgendwo. Na gut, ich höre lieber auf zu singen. Nicht, dass sie jetzt gleich alle abschalten. Gut, wir müssen mal gucken. Also auf jeden Fall entwickelt sich das. Ich finde es auch ganz gut, dass hier so animierte Sachen, so die Flaggen oder hier dieser Cube, also dieser Würfel, finde ich schon eine nette Geschichte. Das bringt so ein bisschen Lebendigkeit ins Spiel, auch mit dem Feuer und dem Rauch. Hat die Erforschung von Produktionsqualität abgeschlossen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Cool finde ich auch, dass hier die fliegenden Sachen durch die Stadt sind. Ich weiß nicht, bringen die was? Das sind Marktstatistiken. Es gibt hier, glaube ich, noch mehr Anbieter. Das ist das Problem. Was anderes haben wir noch nicht. Wir haben einen konzentrierten Markt momentan auf Videospiele. Ich weiß gar nicht, bleibt es nur bei Videospielen? Haben wir nur Videospiele angemacht? Ich weiß es gar nicht. Wäre schade. Wäre natürlich cool, wenn wir uns hier breit aufstellen können. Aber das werden wir bestimmt können. Gerade im Biotech. Ne? Nachfrage 50.000. Allein der Medizin können wir hier richtig viel machen. Oder hier, schaut euch mal an. Grippeimpfstoff. Oder Hypospray. Was auch ever ein Hypospray ist. Das weiß die Fachfrau oder der Fachmann in der Apotheke. Oder euer zuständiger Arzt. Wir gucken mal, wie sieht denn das aus im Lager? Das war ja nicht im Lager, ich muss ja hier gucken. Das werden immer mehr. Das war ja der ursprüngliche Preis. Wir müssen gucken, dass wir da natürlich auch nicht in Abseits geraten. Die Chemiefabrik kann gebaut werden. So, müssen wir gucken. Die müssten wir hier ja haben. Video Chemiefabrik. 3 Millionen läuft. Die Frage ist, wenn ich die Fabrik hier haben will. Oh, cool. Straße macht er hier rum. Perfekt. Sehr gut. So, dann müssen wir ganz kurz nochmal anhalten. Wir müssen nämlich weiter forschen. Und wir müssen gucken. Wir machen echt viel Minus. Jetzt die 3 Millionen sind natürlich klar. Halt, bevor wir forschen. So, wir können den Kunststoff herstellen. Was brauchen wir denn hierfür? Silizium wird benötigt. Und Petrochemikalien. Silizium, und jetzt können wir der Sache doch schon näher. Das sind diese Petrochemikalien. Die können wir nämlich jetzt auch herstellen. Und das bedeutet, wir können hier auf die Hälfte gehen. Das sind etwa 700. Wir können es so machen und der Rest geht hier rein. Warum können wir hier weniger machen? 222 am Tag. Okay, hier werden deutlich mehr Leute benötigt scheinbar für. Ah, die müssen wir noch ins Lager schicken. So, von hier raus damit ins Lager. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Und dann können wir nämlich hier reingehen. Das ist falsch. Wir können hier reingehen. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Silizium. Wir fordern ein Fördern, ein wenig Silizium. Da haben wir gar nicht so viel. Das ist ein bisschen schade. Wir machen höchste Qualität, aber die Produktionskosten sind völlig übertrieben. Gut. Ist halt so. Viel Silizium gibt es hier ja gar nicht. Das ist das große Problem. Aber wir können es ja erstmal anstoßen. Wir können ja woanders noch eine Siliziumquelle bauen. Dann brauchen wir Chemikalien werden noch benötigt. Chemikalien. Wir haben ja hier die Chemiefabrik, die wir gerade bauen. Wir benötigen da Chemikalien und Kunststoff.
Das bedeutet, wir könnten mal ganz kurz hier hingehen in die Forschung. Kunststoffe und Gummi. Das hört sich doch gut an. So, das läuft. Das Gebäude ist gleich fertig. Sehr gut. Ja, wir machen minus 14.000. Also wir müssen natürlich gucken, vielleicht verkaufen wir auf dem Weltmarkt. Vielleicht verkaufen wir ein paar Aktien. Ich weiß es nicht. Wobei, Aktien, da will ich jetzt noch nicht ran. Jawohl, hier voll die Chemiewolke läuft bei uns. Wir benötigen Chemikalien. Chemikalien. Es sind Chemikalien, die wir benötigen. Und die Qualität. Wir sind ein top seriöses Unternehmen. Auch wenn die Gewinnspanne damit deutlich sinkt. 1.000, das ist viel zu viel. Also ich glaube, das reicht schon.